Natürlich könnten wir nun den Gesamtbetrag mit dem Taschenrechner ausrechnen und hier wieder eintragen, aber der Vorteil an Excel liegt ja gerade in den Berechnungsfunktionen des Programms. Wir berechnen das also, indem wir hier im Feld F5 eine Formel eingeben. Eine Formel beginnt immer mit einem Gleich. Etwas bequemer finde ich die Bearbeitungsleiste für die Formel. Anstatt 19 als Zahl einzuschreiben, tippe ich einfach in das entsprechende Feld hinein. Du siehst, in die Formel wird das Feld C5 eingetragen. Jetzt braucht es ein Malzeichen, das ist das Sternlein oder Umschalt 3. Und der zweite Faktor wäre also der Schülerbetrag in Feld E5. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, so siehst du, wird automatisch der Betrag berechnet. Der Vorteil liegt auf der Hand, falls jetzt eine Schülerin gar nicht ins Lager käme, so könnte ich hier den Betrag anpassen und automatisch wird mir auch das Produkt neu berechnet. Das mache ich jetzt wieder rückgängig. Das kannst du mit diesem Pfeil bzw. nebendran siehst du alle bisherigen Befehle. Du kannst also zu jedem bisherigen Befehl zurückgehen. Und eine weitere Möglichkeit, du siehst es schon eingeblendet, ist wie immer Steuerung Z. Darunter kommen nun noch die Telefongespräche. Das ist direkt ein Betrag, 21,70. Die 0 kannst du dir im Moment auch noch sparen, also einfach 21,7. Anschließend wird dann das Zahlenformat mit der Währung generell für die ganze Spalte bestimmt. Ja, und hier unten soll nun die Summe dieser Einnahmen hinkommen. Anstatt das jetzt wieder mit dem Taschenrechner zu machen, lassen wir auch hier wieder Excel berechnen. Und zwar siehst du hier oben schon das Zeichen für die Summe. Etwas mehr Möglichkeiten hast du im Bereich Formeln, Autosumme. Wenn du darauf klickst, siehst du noch weitere sehr häufig gebrauchte Formeln und hier thematisch geordnet für alle erdenklichen Einsatzbereiche das entsprechende Sammelsurium an Formeln. Also wie gesagt, Autosumme, es wird automatisch der Bereich aufgezogen, der zusammengezählt werden soll. Den kannst du über diese Anfasser in der Ecke auch noch ändern und jederzeit nachträglich. Du siehst die Formel, also gleich, dann Summe als Wort, das könntest du auch einfach so reinschreiben und dann der Bereich in Klammern und dabei die beiden Zellen getrennt durch ein Doppelpunkt. Also es wird zusammengezählt von Zelle F5 bis F7. Wenn ich jetzt wiederum die Enter-Taste tippe, so habe ich hier unten die Summe dieser beiden Beträge.